ich eben Tage habe, wo ich wirklich über 5000 Kalorien an einem Stück esse. Es gab auch Tage, da war ich wirklich an meinen Grenzen, da ist mein Kreislauf kollabiert, weil ich so viel gegessen habe. Ich habe mir so oft gewünscht, ich wünschte, ich wäre magersüchtig. Ich kann einfach nur sagen, ich war lebensbedrohlich untergewichtig, hätte mich jeden Tag nehmen können. Einen Schritt vom Sarg entfernt so. Da kriege ich direkt so einen Hals. Weil man wird nicht ernst genommen. Nee, und mir ist das auch passiert. Du musst quasi im Sterben liegen, damit dir geholfen wird. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie schwierig das für Eltern sein muss, zu sehen, wie das Kind sich quasi immer mehr kaputt macht. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen Gästen werde ich über Essstörungen sprechen. Ich werde zum einen auf Melanie treffen. Melanie ist magersüchtig und auch wenn man es in ihrer Kindheit nur für eine Phase gehalten hat, ging es für sie im Laufe der Jahre immer weiter bergab. Die Essstörung wurde für sie zur Lebensgefahr und Melanie erreichte letztes Jahr ihren absoluten Tiefpunkt, als sie sich mit extremem Untergewicht in eine Klinik einweisen ließ. Und ich treffe auf Aleph. Aleph leidet an Binge Eating, also einer Störung, bei der das Essverhalten komplett außer Kontrolle gerät. Ihre Essattacken sind so eskaliert, dass sie manchmal bei einem Anfall alleine 5000 Kalorien heruntergeschlungen hat. Bevor es losgeht, ist hier aber auch wieder die Statistik eingeblendet. Wie viele von euch diese Videos mögen, schauen und verfolgen, aber diesen Kanal noch nicht aktiviert haben. Also holt das kurz nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Das ist eine große Unterstützung für mein gesamtes Team und mich. Und ich bedanke mich bei allen, die das schon getan haben. Ansonsten dürft ihr euch natürlich mit spannenden Geschichten weiterhin bei mir melden. Schreibt mir einfach und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hallo. Grüß euch. Hi. Alles klar soweit? Ja, danke. Und selbst auch. Auch, danke. Mädels, ich finde es großartig, dass ihr heute den Weg hierher gemacht habt. Ich habe gehört, du bist sogar aus der Schweiz extra gekommen. Großartig, vielen, vielen Dank. Wir werden heute ein Thema besprechen, was euer Leben irgendwie prägt und was das Leben vieler Menschen da draußen auch prägt. Und ich bin total dankbar, dass ihr eure Geschichte mit mir und den Zuschauern teilt. Und ich würde direkt mal zum Anfang versuchen zu klären, was das genau ist. Binge-Eating, Magersucht, fang du vielleicht mal an. Ja, also Binge-Eating äußert sich bei mir so, dass ich eben Tage habe, wo ich wirklich über 5000 Kalorien an einem Stück esse. Und du isst dann direkt in einer Mahlzeit das Doppelte von dem, was man eigentlich über den ganzen Tag. Also es ist dann quasi so, dass ich zum Beispiel mir eine Tiefkühlpizza aufbacke und dann denke ich mir irgendwann so, okay, nee, das hat mich jetzt irgendwie nicht so befriedigt, ich fühle mich immer noch schlecht, dann esse ich noch eine Tiefkühlpizza und dann sind da schon zwei Pizzen und dann denke ich mir so, okay, jetzt hatte ich was Salziges und jetzt brauche ich irgendwie doch was Süßes, weil mir geht es ja immer noch nicht so gut und dann esse ich noch irgendwie eine Tafel Schokolade, Gummibärchen, Chips, also wirklich. Ganz spannend. Ich glaube, auf dieses mir geht's irgendwie noch nicht so gut. Ich glaube, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Jetzt mal die Frage an dich, Melanie. Du sprichst von Magersucht. Wie sieht das bei dir aus? Also es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Bei mir ist es so, dass ich versuche, möglichst wenig Kalorien am Tag zu mir zu nehmen. Das heißt, ich gehe in den Supermarkt, hol den Käse, der am wenigsten Kalorien hat, wenn ich überhaupt Käse esse. Und ich versuche das Ganze halt dann auch noch mit Sport quasi zu, wie soll ich sagen, kompensieren, also alles die Kalorien wieder zu verbrennen. Das heißt, am Schluss vom Tag habe ich dann quasi gar nichts zu mir genommen, weil ich eigentlich alles wieder verbrennen muss. Also es geht auch mit einem massiven Bewegungsdrang einher quasi. Ich kann mir nichts erlauben. Was verbindest du denn dann mit Essen überhaupt, wenn das bei dir direkt so einen Druck bedeutet? Also für mich ist Essen tatsächlich nicht wirklich ein Genuss. Es ist eher ein Müssen. Also ich weiß, ich muss essen, damit ich überlebe. Es gibt tatsächlich Dinge, die ich mag, also Nahrungsmittel, die ich mag, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt echt Lust drauf. Aber ich habe halt direkt immer ein schlechtes Gewissen danach, weil mir mein Kopf halt sagt, nee, das passt nicht. Also du hast es vor allem nicht verdient. Und eigentlich solltest du gar nichts essen, weil das gehört dir nicht, das passt nicht. Ich sag immer, ich habe so zwei Teile quasi. Der eine, das bin ich, und der andere, der heißt Humbrecht. Den habe ich so benannt. Und der sagt mir halt dann meistens, ja, nee, heute isst du möglichst wenig. Bei mir ist es eher so, es hilft mir, wenn ich nichts esse.
Also ich kriege dann so ein High und bin dann irgendwie voll happy so. Also ich habe mich jetzt bestraft und das ist gut für mich so. Okay. Ja, das ist natürlich eine sehr verzwickte Situation, weil das Essen, du weißt ja vom Kopf her trotzdem eigentlich, dass dein Körper das Essen braucht, eigentlich noch viel mehr Essen braucht und trotzdem ist das halt Teil der Krankheit. Ja. Wie ist es bei dir, dass wenn du dann so einen Binge-Eating-Anfall hast, ich weiß nicht, ob Anfall das richtige Wort ist, aber... Kann man ja nehmen. Okay, darf ich jetzt heute noch benutzen. Ja. Aber wenn das dann passiert, ist das dann schon so, dass du sagst, das ist erfüllend? Oder wenn du jetzt an Essen denkst, ist das sowas, was dich richtig happy macht? Nein, ich krieg richtig Panik, wenn ich an Essen denke. Also du hast ja auch von einem Müssen gesprochen. Bei mir ist es das auch, nur dass ich halt in die extrem andere Richtung gehe. Ich muss dann was essen. Ja. Ich denke den ganzen Tag an Essen. Und wenn ich dann nicht dazu komme, irgendwie zu essen, dann stresst mich das enorm. Weil ich habe ja so Lust und ich habe so viel erlebt heute und ich muss das irgendwie wieder verarbeiten. Und da ist halt dieses Ventil schon immer Essen gewesen. Wann habt ihr denn das erste Mal festgestellt, dass irgendwas an eurem Essverhalten anders ist als bei anderen? Wo mir das so wirklich richtig aufgefallen ist, dass ich so ein Binge-Problem habe, das war, glaube ich, auch in der 5. Klasse. Ich war gerade 11 und meine Eltern waren nicht zu Hause. Das heißt, ich war alleine, habe mich einsam gefühlt, meine Geschwister waren auch nicht da. Und dann habe ich angefangen halt zu essen. Und ich habe gegessen und gegessen und irgendwann war halt irgendwie nichts mehr da, was ich hätte essen können. Und der Kühlschrank war vorher voll. Also vielleicht habe ich jetzt kein Glas Marmelade ausgelöffelt, aber so das, was man so schnell essen konnte, das war weg. Und dann hatten wir so eine Packung Butterkekse. Oh. Genau, die aber schon seit Monaten offen lag. Also wirklich, die haben auch nicht mehr gut geschmeckt oder so. Und ich hatte immer noch so dieses Verlangen zu essen, dass ich diese ganze Packung Kekse, die wirklich ekelhaft seit Monaten offen lag, gegessen habe. Wann hast du denn gemerkt, dass du ein Problem hast oder magersüchtig bist? Gemerkt habe ich es tatsächlich schon, glaube ich, mit 9 Jahren, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich ziemliche Angst vor dem Essen habe. Und mir war natürlich auch klar, dass wenn man isst, seinen Körper auch ernährt und am Leben hält quasi. Und für mich war das immer so eben dieses Bestrafungsprinzip. Wenn ich mich bestrafen wollte und gemerkt habe, jetzt ist an der Zeit, du hast wieder was falsch gemacht, dann habe ich einfach versucht, so möglichst wenig zu essen. Das hat sich dann quasi so weiterentwickelt, dass ich dann mit 17 so wirklich in ein Loch gefallen bin und dann gar nichts mehr gegessen habe. Also mit 17 hat das dann so richtig krass angefangen. Und auch dieses exzessive Sporttreiben und alles, da bin ich dann auch drauf gekommen, dass ich dann kilometerweit gerannt bin, um irgendwie das alles wieder abzutrainieren natürlich. Und manchmal bin ich so an meine Grenzen gekommen. Also ich bin von mir, ich wohne in so einem Bauerndorf, wirklich am Arsch der Welt. Und ich bin dann meistens halt mit 100 Umwegen in die Stadt gerannt und habe mir dabei keine Pause und nichts gegönnt. Ich finde das sehr ehrlich, dass du das so erzählt hast. Und ich würde dich gerne mal noch fragen, in welchen Situationen spürst du das denn, dass du diesen Drang hast, dann besonders viel zu essen? Stress. Es ist wirklich Stress. Ich kann nicht gut mit Stress umgehen. Also eigentlich schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit bin oder so und da Stress habe, dann ist das kein Problem. Dann ziehe ich durch. Also da bin ich echt Workaholic-mäßig. Aber das Ding ist, wenn ich dann abends nach Hause komme und dann irgendwie Stress habe zu Hause. Zum Beispiel, ich war den ganzen Tag arbeiten, ich weiß, ich muss noch die Wohnung aufräumen, ich muss noch duschen, ich muss noch irgendwie Papierkram machen, lernen, irgendwas. Dann wird mir das zu viel, dann verdränge ich das, was ich eigentlich machen müsste und fange an zu essen. Okay, wie sieht das dann aus, wenn du so einen Anfall hast? Also ich komme von der Arbeit nach Hause, habe vielleicht mir irgendwas beim Bäcker geholt, irgendwas gefrühstückt, mache aber Mittagspause, meistens esse ich da nichts, komme dann eben nach Hause, gucke, was ich so Essbares habe, was ich nicht kochen muss, damit es schnell geht eben, damit ich einfach irgendwas in mich reinstopfen kann. Okay, und wenn du das so bemisst, ich weiß nicht, ob du es jetzt in der letzten Woche oder in den letzten Wochen irgendwann mal hattest, aber wie sieht dann so eine Mahlzeit, Abendmahlzeit bei dir aus? Genau, dann werden das 2-3 Tüten Chips oder dann wird es irgendwie 3-4 Tafeln Schokolade. Also es ist wirklich immer so ins Extreme. Okay, das heißt aber, dass du schon auch irgendwie dich darauf vorbereitest, weil du musst ja einkaufen. Du wohnst alleine? Ja, richtig, mit meinem Verlobten. Okay. Genau.
dann musst du dich ja irgendwie beim Einkauf schon ein bisschen darauf vorbereiten. Das ist es. Ich sag mir immer, ich kaufe keine Snacks und dann kaufe ich auch meistens keine. Aber an dem Tag, wo es mir dann so schlecht geht, fahre ich immer wieder los und ich kaufe mir immer wieder Snacks. Sei es eine Packung Eis, die ich komplett dann wegspachtel. Sei es irgendwie Packung Chips, die ich in einer Tour dann in mich reinhaue. Also ich fahre dann extra nochmal los, obwohl ich ja eigentlich viel bessere Sachen zu tun hätte, obwohl ich ja eigentlich viel mehr machen muss, fahre ich extra nochmal los und hole mir dann was. Mach dich, also das hat mich nämlich interessiert, wo du gesagt hast, 5000 Kalorien in so einer Abendmahlzeit, das passiert regelmäßig. Ich weiß gar nicht, wie ich nach einer Pizza, also ich esse meistens eine halbe. Ja. Die andere halbe reiche ich dann weiter oder so, weil dann würde ich noch ein bisschen was Grünes dazu essen und wäre ich satt. Dieses Sättigungsgefühl, das ist ja bei dir irgendwie ganz aus den Fugen. Ich habe keins. Ach, du hast gar keins. Also es braucht wirklich viel, bis ich mich satt fühle. Aber meistens ist dann dieses Gefühl, dass es mir schlecht geht, so viel stärker, dass ich, obwohl mein Magen kurz vorm Platzen ist, mir ist wirklich kotzübel zu dem Moment, dass ich trotzdem weiter esse. Das ist quasi mein Bestrafen. Dass ich wirklich so viel esse und trotzdem weiter esse, obwohl es mir schon schlecht geht, obwohl es mir körperlich schlecht geht. Es gab auch Tage, da war ich wirklich an meinen Grenzen, da ist mein Kreislauf kollabiert, weil ich so viel gegessen habe. Und das können sich viele halt auch gar nicht vorstellen, dass es wirklich so schlimm ist. Die denken dann einfach so, ja, okay, die isst ein bisschen zu viel Süßkram, soll also ins Fitnessstudio gehen und dann ist gut. Aber man kann nicht in dem Moment. Aber ich glaube, das ist ja auch eine ganz interessante Erklärung, wenn du sagst, dass du viel gegessen hast und dich dann so schuldig fühlst, also jeder kennt das Gefühl, dass man wirklich zu viel gegessen hat, dass man wirklich so ne, Magen platzt, das kennt jeder, aber niemand würde dann auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich hau mir noch eine Pizza rein und ich drück die irgendwie hinterher. Niemand würde auf diese Idee kommen und das zeigt ja, dass diese Schuldgefühle von innen so sehr gegen deinen gesunden Kopf, ich weiß nicht, ob du auch einen Namen dafür hast, aber dass die so sehr dagegen arbeiten und dich dann zu einem Handeln irgendwie bringen. Also es ist auch wirklich belastend, weil es gibt dann Tage, wo ich mir abends irgendwas vorgenommen habe, mich mit Freunden zu treffen. Ich habe ewig keine Freunde mehr getroffen, weil ich auch irgendwie in so eine Art Depression noch deswegen gerutscht bin. Ich habe keine Freunde mehr getroffen, ich bin nicht mehr ausgegangen und einfach weil ich eben so viel gegessen habe dann am Abend davor. Dann hatte ich einfach keinen Bock mehr, mich noch zu treffen, weil ich habe mich eh so eklig gefühlt, weil ich so viel gegessen habe. Und ich weiß, ich brauche das nicht. Ich muss das nicht. Also müssen tue ich es ja irgendwie schon, aber ich brauche es ja nicht. Und dann fühle ich mich eh so eklig bappig und will dann halt nicht mehr mich noch mit irgendwem treffen. Und dann esse ich noch mehr, weil ich traurig bin, dass ich nicht zu diesem Treffen gegangen bin. Also es ist immer so ein Kreislauf. Ja, und man kommt da nicht raus. Melanie, wann würdest du sagen, war für dich so der Tiefpunkt erreicht? Der war definitiv 2021, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, da war ich 19 und da bin ich mit meinem Papa abends nochmal auf unseren täglichen Spaziergang gegangen. Mhm. Und die Nacht davor bin ich auf den Kopf gefallen, weil ich quasi so am Ende war. Ich bin aufgestanden, wollte kurz aufs Klo und ich habe gemerkt, jetzt wird es mir schwarz und dann hat es mich gelegt und ich bin direkt voll auf den Kopf und ich hatte so eine Beule, also es war echt krass. Und da war, also ein paar Tage davor bin ich auch noch bei der Ärztin kollabiert quasi und da habe ich einfach gemerkt, okay, jetzt. Und dann meinte er eben zu mir so, jetzt musst du dich anmelden, jetzt geht's nicht mehr. Weil meine Ärztin wollte mich auch schon zwangsernähren lassen und mich einweisen lassen. Ich habe gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage, das passt doch, ich bin doch gesund, alles gut. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht's echt nicht mehr. Okay, wie viel hast du ungefähr gewogen, als du da eingewiesen wurdest? Ich kann einfach nur sagen, ich war lebensbedrohlich untergewichtig, hätte mich jeden Tag nehmen können, so. Also ich war eigentlich, einen Schritt vom Sarg entfernt so. Ich habe Gänsehaut gerade. Ja, es ist halt, ja. Ja, das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Das ist total krass. Ich glaube, ihr kennt auch beide mein Video, was ich mit Josie gedreht habe. Ja. Ja, genau. Das ist jetzt schon einige Zeit her, aber Josie lebt heute nicht mehr, weil sie dieselbe Erkrankung hatte wie du. Und ich sehe bei euch halt sehr viele Parallelen, weil sie das damals auch abseits der Kamera nochmal genauso beschrieben hat, dass sie merkt, dass sie da total am Limit ist und auch gar nicht weiß, wie lange das geht. Sie hat das halt so locker genommen, cool genommen, dass das so ist, weil sie
ja, sich damit irgendwo auch abgefunden hatte, dass sie nicht so viel selber daran ändern kann oder die Kraft irgendwie nicht in sich hatte, das alles umzuwerfen. Sie hat ja schon viele Kliniken hinter sich. Und ja, dann ist es aber trotzdem nochmal ein ziemlicher Schlag gewesen zu sehen, dass sie dann gestorben ist. Und ja. Ich meine, dass einer von zehn stirbt daran. Stirbt, das ist krass. Das ist heftig. Also ich weiß nicht, wie sehr sich die Zuschauer mit so Statistiken zu Krankheiten auskennen, aber das ist verdammt hoch dafür, dass es so viele Menschen gibt, die an Magersucht leiden. Wie ist es bei dir? Warst du mal irgendwie bei Ärzten oder in so einer Klinik? Ja, da hatte ich auch ein sehr traumatisches Erlebnis. Und zwar, ich war 13 und ich war dann beim Arzt. Das ist übrigens schon mehrfach vorgefallen, aber das ist mir jetzt wirklich so im Kopf geblieben. Ich war beim Arzt gewesen mit 13, weil ich viel zu übergewichtig war. Also wirklich niemand, der diese Größe, die ich damals hatte, sollte so viel wiegen. Weißt du, wie groß du warst? Hast du ja, also ich war, ich glaube, 1,63 groß und ich habe fast 90 Kilo gewogen. Also ich war wirklich adipös, also wirklich sehr dick. Und ja, ich war dann auch beim Arzt gewesen, weil ich ja endlich was tun wollte. Ich wollte da ja raus. Ich bin diesen Schritt gegangen. Ich habe wirklich meine ganze Kraft gesammelt. Ich habe diesen Schritt gewagt, bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich möchte bitte jetzt was unternehmen. Mir geht's nicht gut. Ich möchte das nicht mehr. Und ja, dann habe ich halt vor dem Arzt gesessen, habe ihm das genauso erklärt, wie es auch eben ist. Und dann hieß es nur so, ja, du wächst doch noch. Du wirst doch noch größer. Das wird sich alles noch verteilen. Aber da kriege ich direkt, so einen Hals. Weil man wird nicht ernst genommen. Nee, und mir ist das auch passiert. Mir ist es in der anderen Richtung passiert, dass ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich habe hier ein schwerwiegendes Problem. Ich merke, ich stürze hier in eine Essstörung rein. Ja, Sie sind ja normalgewichtig. Ja, was soll das? Das ist so krass. Also du musst quasi im Sterben liegen, damit dir geholfen wird. Und das ist so ein Missstand in diesem Gesundheitssystem, der mir so einen, ich habe es schon gesagt, also das gibt mir so einen Hals, da drehe ich echt am Rad, weil ich finde das so schlimm. Und ich weiß, wie viele Leute kurz danach, nach so einem Arztbesuch, direkt nochmal 20 Meter tiefer fallen. Ja. Das ist auch richtig Da wirst du sehr vielen Zuschauern auch aus der Seele sprechen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Ärzte manchmal nicht das richtige Feingefühl haben oder auch Warnsignale vielleicht nicht direkt beachten. Wie hast du denn, wenn der Arzt gesagt hat, ja, das wächst sich aus, ich weiß nicht, wie groß du heute bist, aber 1,73. Ja, okay, das wächst sich nicht aus. Die 10 Zentimeter haben da leider nicht viel gemacht. Nee. Aber wie hast du denn dann herausfinden können, dass das Binge-Eating ist? Ich bin dann, wie gesagt, als Kind ins Internet gegangen, habe das alles gegoogelt und da kam halt nicht viel raus. Also ich wurde auf eine Internetplattform weitergeleitet, die wohl bei Leuten mit Magersucht sehr beliebt ist. Und dann habe ich angefangen, mir so Magersucht-Sachen durchzulesen, wie ich magersüchtig werden könnte. Weil mir wurde nicht geholfen. Ich habe nichts wirklich darüber gefunden. Ich meine, das war auch 2013, 12. Ich habe nichts darüber gefunden, wie man mir helfen könnte, wie ich das ändern könnte, was das überhaupt ist, was ich habe. Bis ich diese Diagnose hatte, Binge-Eating, ist dazwischen schon wieder so viel passiert, dass es total krass war. Und dann habe ich, wie gesagt, mir im Internet noch irgendwie Sachen durchgelesen, wie man magersüchtig wird. Weil wenn es das eine Extrem ist, vielleicht geht es dann auch ins andere Extrem. Hat dann Gott sei Dank nicht geklappt. Ich habe es auch mal mit Bulimie versucht, hat Gott sei Dank auch nicht geklappt. Ja. Hättet ihr euch denn zu einem Zeitpunkt mal genau das Umgekehrte gewünscht? Ja, ich habe mir das oft gewünscht, gerade auch wegen so Mobbing in der Mittelstufe oder so. Ich habe mir so oft gewünscht, ich wünschte, ich wäre magersüchtig. Und ich finde das total krass, dass ich das sagen muss, aber ich habe es mir wirklich gewünscht. Weil ich fand, es war so schlimm, dick zu sein, gerade weil bei mir halt niemand in der Klasse wirklich so dick war. Und ich hatte immer das Gefühl, egal wo ich bin die dickste Person im Raum. Immer. Wie war das bei dir? Also bei mir, ich habe mir, wie soll ich sagen, da ich ja auch, der Name sagt es ja schon, magersüchtig bin, habe ich auch immer nach einem tieferen Gewicht gestrebt. Also ich wollte tatsächlich immer abnehmen. Bei mir hat es aber nicht viel mit dem Aussehen zu tun. Natürlich, Kinderkörper, ja, das schon. Das habe ich auch heute noch. Ich sehe mich nicht so, wie ich aussehe. Ich habe das Gefühl, ich sehe total normal aus. Und ich
frage mich auch jetzt gerade, warum sitze ich überhaupt hier, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich das nicht sehe. Also ich habe eine Körperdysmorphie, das sagt dir bestimmt auch was. Was siehst du, wenn du nackt vorm Spiegel stehst? Gefällt dir das? Nee, oder? Ich sehe tatsächlich jemanden, der immer noch... Ja, der immer noch zu massig ist für mich. Also ja, es ist halt so schwierig, das irgendwie, es ist mir auch gar nicht recht, das zu sagen, aber ich sehe mich nicht richtig und ich habe das Gefühl, ich bin wieder viel zu viel im Moment. Also das ist ganz krass und man kann es einfach, auch wenn die Knochen überall wortwörtlich rausgucken, man sieht nur die Stellen, die einen stören. Und das sind bei mir die Oberschenkel, die Beine, der Bauch, die Arme. Und das ist auch ein Phänomen, dieser Körperdysmorphie, wenn man eben in den Spiegel guckt, dass man sich quasi nur auf die Problemstellen fixiert und diese dann wie so eine Hyperbel irgendwie direkt größer werden und man denkt so, ach du heiliger Bimbam, was ist denn das? Gibt es irgendwas, was dir gefällt, wenn du da vor dir stehst? Nö, ich lehne mich momentan komplett ab. Also es ist auch für mich so, ich frage mich, wie will mich jemals irgendwer lieben so? Also ich bin so, jetzt muss ich mich halten. Ich bin so in dem Moment einfach gerade... frage ich mich, wohin mit meinem Leben? Ich mache mir alles kaputt. Ich kann kein Kind kriegen, wenn ich so weitermache. Ich kann keinen Partner kriegen. Wer interessiert sich denn für so eine gestörte Gumsel? Das ist halt einfach in meinem Kopf momentan. Und das widerspiegelt sich natürlich auch im Spiegel, wenn ich mich angucke. Ich kann mich nicht leiden. Ja. Also ich verbreite nur Schmerz an meine Familie. Ich mache denen das Leben schwer. Damit, dass ich so, Entschuldigung, gestört bin. Boah, ja, es ist, also erstmal, ich glaube, du weißt selber gut genug, dass das der Humboldt in deinem Kopf ist. Humbrecht in deinem Kopf ist, der diese Auffassung hat. Und ich hoffe, dass du als Melanie weißt, dass vieles von dem, was du gerade gesagt hast, also du verbreitest für die Menschen in deinem Umfeld kein Schmerz. Die leiden vielleicht mit dir, aber das ist nichts per se Negatives, was du, wo du dich schuldig fühlen darfst in irgendeiner Form. Ich hoffe, das weißt du. Entschuldigung. Sorry. Genau das wollte ich vermeiden, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, wie schwierig das für Eltern sein muss, zu sehen, wie das Kind sich quasi immer mehr von Tag zu Tag kaputt macht. Und es ist ja ein aktiver Prozess. Und dass ich einfach immer weitermache damit. Dass ich jetzt in der Klinik war, meine Eltern haben gehofft, das gute Kind hat es jetzt endlich auf die Reihe gekriegt. Nee, hat sie nicht. Sie steht immer noch eine Stunde vorm Kühlregal im Supermarkt und guckt Kalorien an und überlegt sich, was nehme ich jetzt? Und nehme ich jetzt überhaupt dies und das? Und am Schluss laufe ich wieder mit nichts raus. Und du kannst aktiv einfach nichts dran ändern. Du musst dir selbst einfach diesen Arschtritt geben und sagen, so, jetzt gehst du in die Klinik. Und das ist so schwierig. Das können sich wahrscheinlich Leute, die mit sowas nicht zu kämpfen haben, nicht vorstellen. Aber es ist ein unglaublicher Druck und es ist so schwierig. Man macht sich so Vorwürfe, auch jeden Tag. Man kommt einfach nicht davon weg. Ja, aber ich find's trotzdem sehr, sehr wichtig, dass du auch deine Familie heute angesprochen hast. Und ich habe die Eltern von Josie auch kennengelernt, Hans und Annette, die ja beide so sehr mit ihrer Tochter gelitten haben. Und das gehört dazu. Das gehört in meinem Leben dazu, dass meine Familie mit mir irgendwie leidet. Das gehört in deinem Leben dazu. Dafür ist Familie aber auch irgendwo da. Und der Weg, ich weiß nicht, ob der vorbestimmt ist, aber er ist halt, wie er ist. Und wir können das Beste tun, es uns erstmal leichter zu machen. Damit machen wir es unseren Mitmenschen leichter. Aber ja, es gibt einfach auch gewisse Grenzen, an die man stößt und wo man dann erstmal Zeit braucht. Und die Zeit musst du dir geben, die Zeit musst du dir geben und ihr dürft euch auf keinen Fall, ich weiß, wie schwer das ist, das sage ich nicht einfach so, ich weiß das, aber ihr müsst euch versuchen, frei zu machen von der Schuld, die ihr irgendwie auf euch ladet, weil ihr sagt, ja, ich tue mir zwar weh, aber dass ich anderen lieben Menschen weh tue, das ist noch viel, viel schlimmer. Aleph, ich würde dich gerne noch fragen, wie du dich in deinem Körper fühlst. Was siehst du, wenn du vorm Spiegel stehst?
Also ich muss anmerken, ich hatte bis vor einem Jahr nicht mein Traumgewicht, aber ich war dünn. Ich war wirklich froh mit dem, was passiert ist, weil ich habe in der Zwischenzeit geschafft abzunehmen. Und ich hatte halt 2 Jahre quasi dieses dünne Gewicht gehabt. Habe mich richtig wohl gefühlt und dann wurde ich jetzt wieder rückfällig quasi. Ich habe wieder sehr viel Gewicht zugenommen. Und das stört mich extrem mittlerweile. Also früher, klar, ich war dick, ich habe mich irgendwie damit abgefunden, weil es war mein Leben lang so. Und dann dieses, dass man mal dünn war, dass man mal wirklich den Körper hatte, den man wollte, dass die Leute einen angeguckt haben, dass man Beachtung bekommen hat, Aufmerksamkeit. Auf einmal sind mir Leute hinterhergelaufen, die früher gesagt haben, boah, du bist so fett oder so, ne? Und dann wieder so viel zuzunehmen, das hat mich direkt in eine Depression geschmissen. Ich finde, sowieso, wir Menschen sollten nicht mehr so oberflächlich sein. Wir sollten aufhören, den Menschen nur von außen zu betrachten und zu beurteilen, sondern wir müssen auch wieder auf die inneren Werte achten. Also gerade auch so zu Zeiten von Social Media. Voll. Finde ich das richtig schlimm, weil ich bin auch so ein Mensch gewesen, mittlerweile nicht mehr. Aber ich habe mir ein richtiges Beispiel an diesen Frauen da genommen. Und wie kann ich aussehen wie diese Frauen, die operiert sind, die überarbeitet sind? Die sind doch selbst nicht echt. Warum kann ich dann von mir verlangen, dass ich so aussehe? Das ist genau das. Das ist ja auch ein Prozess, bis man so aussieht. Und das kostet Geld. Und ich weiß nicht, und wer will das? Wer möchte das? Das sind utopische Ideale. Das ist es. Du kannst, völlig du kannst viele Ideale. Dieser Körperformen auch einfach nicht von selbst erreichen, weil sie auch bearbeitet sind. Genau. Du kannst kein Körperprogramm an dir gerade mal so durchführen. Das geht nicht. Nee. Was sind denn so eure Ziele? Habt ihr mal so einen Blick in die Zukunft gewagt? Was wollt ihr erreichen? Also das, was ich jetzt sage, das ist wirklich schwer zu erreichen, weil ich glaube, kein Mensch ist von Grund auf zufrieden mit sich selbst. Aber ich wäre wirklich gerne einfach einmal in meinem Leben glücklich und zufrieden mit der Person, die ich bin. Ich würde wirklich einfach mal gerne in den Spiegel gucken können und würde gerne mal sagen so, boah, du hast echt geschafft, ich bin so stolz auf dich. Du siehst so toll aus, du bist so ein toller Mensch. Alles, was du anfasst, das funktioniert einfach. Also wenn ich wirklich irgendwann mal so einen Tag verspüre, wo ich so richtig zufrieden bin, dann habe ich es geschafft. Also das wäre wirklich das, mein Ziel, einfach mal zufrieden sein, Zufriedenheit. Das heißt, mental gesund werden und körperlich gesund werden. Genau, das wäre mein Ziel. Wie sieht es bei dir aus? Also da kann ich mir voll und ganz zustimmen. Ich würde mir auch wünschen, bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich danach wirklich dann strebe, was völlig legitim gesund ist, aber dass ich dann in den Spiegel gucke und sage, yeah und super und ich liebe mich und sowieso und ich sprühe. Nee, so nicht. Aber ich wünsche mir einfach mal einen ersten Schritt zu machen und sagen zu können, okay, du hast es verdient, gesund zu werden. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich mir das erlauben kann und damit ich dann auch eine Chance auf eine Zukunft habe, die ich mir wünsche. Ich wünsche mir, Kinder zu kriegen. Momentan undenkbar. In 10 Jahren, ich weiß es nicht, eher nicht. Aber wenn ich dann irgendwann mal so weit bin, dass ich das akzeptieren kann, dass ich da den lieben Humprecht ein bisschen zur Seite schieben kann, sagen kann, geh mal mit deinen Freunden ein Bier trinken, so lass mich mal alleine sein ein paar Stunden, dann habe ich schon für mich viel erreicht. Ja, ich bin total gespannt, was die Zuschauer jetzt zu unserem Gespräch sagen. Ich meine, wir sind recht überzeugt. Ich glaube, ihr habt einen sehr guten Job gemacht, aber ihr könnt natürlich auch eure Gedanken mit uns teilen. Ich bin mir sicher, dass die Mädels auch ein bisschen mitlesen werden und auch mit kommentieren werden. Wo ihr Fragen habt, fragt unten rein. Und ich danke euch wirklich, dass ihr den Weg auf euch genommen habt und so ehrlich wart. Und ich glaube, dass das Thema nicht durch ist. Das wird uns weiter beschäftigen, euch beide, uns als Gesellschaft aber auch, weil wir sind ein großer Teil. Wir haben auch kurz über Social Media gesprochen. Das ist auch ein Bild, was irgendwie gespiegelt wird, was es euch leichter machen kann oder halt auch schwerer machen kann. Und ich glaube, da haben wir auch in unserer eigenen kleinen Bubble eine Verantwortung, vielleicht nicht den nächsten Kommentar zum Gewicht zu droppen und es vielleicht einmal kurz für uns zu überdenken. Ja, voll. Das ist so das, was wir, glaube ich, beitragen können. Ansonsten gute Freunde sein, die braucht man immer. Wir dürfen zur Verabschiedung jetzt aber mal noch kurz winken. Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Sehr gut, Mädels. Dankeschön. Danke, dass ihr hier sein durftet. Cool. Und hier irgendwo sind noch so 2 Videos von Funke eingeblendet. Können die Zuschauer sich jetzt eins aussuchen? Sehr schön. Dankeschön.